Liebe Hörer von Stay Forever, in unserer 91. Episode sprechen Gunnar und ich über die beiden Fugger-Spiele von 1988 und 1996. Beides klassische deutsche Wirtschaftssimulationen und beide erdacht und programmiert von zwei Schulfreunden, nämlich Lars Martensen und Matthias Griesel. Wie Fugger aus einer Schulhofidee geboren wurde und über einen Zeitschriftenwettbewerb an die Öffentlichkeit fand, was im besten Italiener Frankfurts passierte und warum die beiden einen Abstecher nach Frankreich machten, wie der Nachfolger entstand und wieso es kein Fugger 3 gibt, all das erzählt uns einer der beiden, nämlich Lars, im folgenden Gespräch. Viel Spaß beim Hören. Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Fangen wir an mit Fugger 1, also die Fugger 1. Kannst du einfach ganz kurz aus der hohlen Hand in ein bis drei Sätzen beschreiben, was für ein Spiel ist das überhaupt? Ja, die Fugger 1 ist eine klassische deutsche Wirtschaftssimulation gewesen, die im Jahr 1500 spielt und ja als Vorbilder ganz deutlich Spiele wie Kaiser oder Hanse hatte. Begleite uns mal so ein bisschen durch die Geschichte der Entstehung dieses Spiels. Wo war der Anfang? Wo standest du sozusagen, als ihr die Idee hattet, den Entschluss gefasst habt, jetzt machen wir ein Spiel? Also der Boden, auf dem ich stand und mit mir Matthias, das war der Boden des Schulhofs unseres Gymnasiums. Das muss so in der 10., 11. Klasse gewesen sein. Ich glaube, in der 10. haben wir uns kennengelernt. Das war so Ende 83, als der C64 nach Deutschland schwappte. Und dann 84 haben wir uns kennengelernt. Und wir haben, ja, wie alle wahrscheinlich, dann zunächst mal die Spiele gespielt und auch getauscht. Und dann hat uns das aber gelangweilt. Und dann gab es so einen kleinen Kreis von 4, 5 Leuten bei uns auf der Schule. Und die haben eben Lust gehabt, die Kiste technisch auseinanderzunehmen und zu programmieren und das Betriebssystem zu verstehen und so weiter. Und Matthias habe ich kennengelernt. Der ist in eine andere Klasse gegangen, aber in den gleichen Jahrgang. Und wir haben uns dann, ja, so wie man sagt, angefreundet. Ganz klassisch, ja. Man sich so leicht verschüchtert. Und Matthias ist heute Professor für Graphentheorie, Mathematik an der Universität in Ilmenau. So ein bisschen nerdy ging es zu, ja, und aber es war lustig. Und 1987, da haben einige Leute an größeren, in Anführungszeichen, Projekten gearbeitet bei uns auf der Schule und wir wollten dann ein Spiel machen und sind da ja eigentlich durch Zufall in diese Richtung Wiesim geschlittert und haben dann neben der Schule uns nachmittags getroffen und irgendwann haben wir Blut geleckt und wollten das dann fertig bringen, weil das größte Manko, was wir so beobachtet hatten an der Schule, war, dass Leute immer gesagt haben, mein Rechner kann oder ich kann und so weiter, aber Projekte fertig zu machen, das war so eine ganz eigene Kunst, das war immer schwierig und man verlor dann schnell die Motivation und so hat sich das entwickelt. Und dann war es irgendwann Frühjahr 88, also 88 haben wir dann beide Abitur gemacht im Mai. Also ich habe ganz furchtbar meine Informatiknote vernachlässigt und mich eigentlich nur noch dem Spiel verschrieben, neben den schulischen Sachen. Bei Matthias war das ziemlich ähnlich, bis auf dass er seine Informatiknote nicht vernachlässigt hat. Und dann während der Abi-Zeit, da hatte die ASM, aktueller Softwaremarkt, war so das größte Magazin eigentlich für Heimcomputer, einen Wettbewerb gemacht, Mikrowelle, und die sind gleich richtig auf die Nase gefallen mit dem ersten Spiel vom April, wenn ich mich richtig entsinne, 88. Da hat denen jemand ein Spiel, was schon irgendwo anders veröffentlicht war, untergeschoben und also quasi eins geklaut und als sein eigenes ausgegeben. Und die haben aber den Wettbewerb ganz mutig weitergemacht und wir waren nun bei der zweiten Einsendungswelle dabei und haben das tatsächlich gewonnen. Und sind dann veröffentlicht worden. Ganz überraschend ist das gewesen. Und ein paar Tage später tatsächlich klingelt das Telefon und ja, ein Geschäftsmann aus Frankfurt, meine Eltern, ne? Ich war irgendwie beim Sport gewesen und kommt nach Hause und da hat ein Geschäftsmann aus Frankfurt angerufen. Der wollte mit dir sprechen.
Das war Adi Boyko, den Älteren unter uns wird er was sagen, Bomiko zunächst und dann später Sunflowers. Ja, der hat mich eingeladen oder uns eingeladen nach Frankfurt, Matthias konnte nicht und ich bin dann hingefahren. Und dann hat Adi mich nach allen Regeln der Kunst natürlich über den Tisch gezogen, hat mich zum teuersten Italiener mindestens des Bankenviertels, wenn nicht der Stadt, eingeladen und mich da mit Seezunge und ich weiß nicht was einfach bestochen. Und kamen so Fragen wie, ja, wie viel Geld wollt ihr denn dafür haben und so. Natürlich völlig blauäugig an die Sache rangegangen und keine Ahnung von Tuten und Blasen gehabt. Ja, wir haben gehört, für Hanse hätte es so und so viel gegeben. Und naja, Adi hat dann ein Angebot gemacht. Und wir waren als arme Schüler, die vom Zeitung austragen so ein bisschen nebenher was hatten, waren wir natürlich hin und weg. Das war schon ganz cool. Wie viel war denn das Angebot? Weißt du das noch? Ich glaube, wir haben 6.500 Front-Up bekommen und dann pro verkaufter Diskette und Kassette jeweils eine Mark 50 oder sowas. Das ist gar nicht so schlecht. Da haben wir schon von wesentlich schlechteren Deals gehört. Ja, nee, für die Kassetten haben wir, glaube ich, auch nur eine Mark gekriegt. Für die Disc gab es 1,50. 6.500 waren es meines Wissens dann nochmal 5.000 irgendwann später. Also wie auch immer, es war völlig lukrativ, zumal wir das ja nebenher gemacht hatten. Das musstet ihr euch aber teilen, das Geld. Ja, da musste ich Matthias leider, ich konnte ihm ja nicht sagen, Adi hat 300 angeboten. Aber wie gesagt, gerade Schüler, das war völlig in Ordnung. Und es hat sich auch sehr gut verkauft und hat richtig, richtig Geld gemacht. Also waren sicherlich so insgesamt, das ist 40.000, 50.000 Mark gewesen sein, die wir bekommen haben. Oh, wow. Vielleicht war es auch deutlich weniger, 30.000, keine Ahnung. Also, aber es war okay. Da gehörst du ja in dieser Zeit als Schüler zu denen, die mit am meisten Geld verdient haben. Wir hatten ja auch schon Markus Mergard von Kaiser im Interview und ich sag mal so, der hat lange nicht so viel Geld gekriegt. Echt nicht? Also Kaiser war in unserer Wahrnehmung, wobei wir natürlich die Hintergründe nicht kannten, weder ihn persönlich, den Markus, noch die Zahlen, war so das Standardprogramm Kaiser, dass wir gedacht haben, die hätten da deutlich mehr mit verdienen müssen. Ja, die schon. Okay. Nur halt der Markus nicht. Über was für einen Zeitraum hat sich diese Sache erstreckt? Von der Seezunge bis zur Veröffentlichung des Spiels? Das ging ratzfatz. Also auf die Seezunge folgte eine Zugfahrt und ich meine, 3 Tage später hatte Adi das Master und ich würde sagen, 4 oder 6 Wochen später war das Ding, stand es in jedem Kaufhaus. War das genau die Version, die ihr auch bei der ASM eingereicht habt oder ist da nochmal was passiert in der Zwischenzeit? Nee, da ist nichts mehr passiert. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass Fugger, genauso wie Fugger 2 im Übrigen, da kommen wir sicher später noch zu, bugfrei war. Da haben wir noch am Nachmittag vor dem Mastern haben wir den Fehlervektor umgepokt am C64, weil die Garbage Collection irgendwie immer zu Abstürzen führte. Und dann haben wir einfach verboten, dass sie aufgerufen werden konnte, ja, die Speicherbereinigung. Und dann funktioniert das Spiel einwandfrei. Nicht fragen, warum, es war einfach so. Darf ich nochmal ein bisschen zurückgehen zu der Entwicklungsgeschichte von Fugger? Ihr habt ja nun da zu zweit dran gearbeitet. Wie war denn die Arbeitsteilung zwischen euch? Von wem stammt was? Also Matthias ist der deutlich begabtere Programmierer. Seinerzeit war das noch nicht so deutlich, hatte sich noch nicht so ausdefiniert, die Begabungen, die einzelnen von uns. Wir haben also beide programmiert. Nach der Schule sind wir meistens zu ihm gefahren. Mein Rechner stand dort und dann haben wir dort gearbeitet, an den Wochenenden, am Samstag immer auch. Und gecodet, Grafik gab es ja nun nicht so furchtbar viel in dem Spiel. So ein bisschen Zeichensatzgeschichten. Paired Programming haben wir gemacht. Schon damals, also 2 Leute vor einem Rechner tatsächlich, hat sich für uns auch bei Fugger 2 später dann als extrem produktiv erwiesen, weil es dazu führte, dass wirklich beide den Code kannten und mitdenken konnten und man auch sich mal Sachen abnehmen konnte. Das war sehr zielführend einfach. Gibt es irgendwelche Teile in dem Spiel, wo du sagen würdest, das sind meine und andere, die stammen von Matthias? Nee, das kann man gar nicht sagen. Also grundsätzlich ist er etwas programmieraffiner gewesen und ich war mehr für
wie soll ich sagen, Game Design und Grafiken war ja nicht viel, aber solche Sachen zuständig. Das Kampfsystem in Fugger 1 ist ja so ein bisschen abgekupfert gewesen von, ja, ne? Weißt du, was ich meine, ja, oder? Sagen wir mal Kaiser. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich meine, gut klauen ist ja erlaubt, insofern. Okay, also es ist wirklich ein gemeinsames Werk. Ja, es ist tatsächlich so. Also das kann man nicht sagen, dass da arbeitsteilig groß was gewesen ist bei Fugger 1. Mhm. Hast du noch irgendeine Erinnerung daran, was euch vor die größte Herausforderung gestellt hat beim Entwickeln des Spiels? Ja, das war definitiv das Drucken mit dem 7-Nadeldrucker in der Mittagsruhe. Beziehungsweise also die Herausforderung war eigentlich eher eine für Matthias' Mutter. Also das war ein echtes Problem, weil das konntest du im ganzen Haus hören, wenn das Ding losgelegt hat. Was habt ihr denn ausgedruckt? Listings. Fugger war im Wesentlichen Basic Code mit ein paar kleinen Assembler-Teilchen. Ich meine, im Kampf sind ein paar Sachen in Assembler gecodet gewesen, aber im Wesentlichen war das Basic. Hm. Du hast ja vorhin schon gesagt, das ist quasi so eine Schulhof-Idee, dieses Spiel zu machen oder überhaupt ein Spiel zu machen. Aber warum genau eine Wirtschaftssimulation? Ich vermute mal, es lag daran, weil die einfach angesagt waren. Also ich habe sie selber gerne gespielt, Kaiser super gerne gespielt und alle Leute, mit denen ich zu tun hatte seinerzeit, mochten diese Spiele und so sind wir da so reingeschlittert. Ein Aspekt war sicherlich auch, dass wir nicht gut genug waren, um jetzt ein Mission Impossible oder so auf die Beine zu stellen. Damals nicht. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber ich vermute, dass das wirklich ein Assembler-Freak gewesen ist, auch mit der Sprachausgabe und so. Das sind ja schon ein paar Kniffe gewesen, die damals noch nicht üblich waren. Haben wir eine sehr gute Episode dazu bei Stay Forever. Ja. Da kommt ja euer Firmentitel-Motto-Logo auch daher. Genau. Nee, also wir mochten grundsätzlich Spiele, die man mit mehreren spielen konnte. Ne? Decathlon, hier dieses Olympiaspiel, wo du mit mehreren Leuten da am Joystick rütteln konntest, das war cool. Und sich halt zu treffen, irgendwie abends oder nach der Schule und dann gemeinsam was zu machen, das war eigentlich so das Thema. Okay. Und deswegen haben diese Spiele, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber auch wenn es nur Basic war, sag ich mal, ihr wart ja Schüler. Und hat man das schon in der Schule gelernt oder habt ihr aus Büchern gelernt oder habt ihr euch dem so experimentell genähert? Die Programmierkenntnisse haben wir uns eigentlich autodidaktisch angeeignet. Bei mir persönlich ist es so gewesen, als ich die Kiste Ende 83 bekommen hatte oder mir gekauft habe von meinem Konfirmationsgeld, da habe ich 3 Monate am Stück, bis es meinen Eltern zu bunt geworden ist, nur deren Fernseher blockiert. Dann haben die mir so eine alte Schwarz-Weiß-Kiste aufs Zimmer gestellt und dann wurde mir das Spielen auch langweilig und ich wollte einfach wissen, wie das funktioniert. Dann gab es dieses blau-weiße Handbüchlein zum C64. Da stand außer Hallo Welt irgendwie nichts drin. Da wurde man gar nicht draus schlau, aber es gab ja so Zeitschriften. Die haben wir gelesen und dann so Listings teils abgetippt, teils studiert, alles mitgenommen und ausprobiert. Und über diese Szene, die ja recht stark deutschlandweit war, bin ich persönlich auch relativ rumgekommen. Ich hatte ein paar Freunde in anderen Städten auch, die ich dann besucht habe. Und da haben wir dann einfach gearbeitet. Hacker haben wir gehackt zum Beispiel. Ja, und so bin ich dann über solche Leute, die einfach schon besser waren, die schon länger dabei waren, auch zu Assembler gekommen. Denn eigentlich alles, was ein bisschen komplizierter war oder technisch ein bisschen schicker aussah, da war Assembler dann schon extrem notwendig oder hilfreich zumindest für viele Sachen. Jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage für das Spiel. Wir haben ja gerade schon gesagt, ihr habt euch für eine Wirtschaftssimulation entschieden auf dem C64. Kaiser war ein großes Vorbild für euch, hattest du schon angedeutet. Sobald ihr diese Entscheidung hattet, muss noch was ganz anderes Wichtiges her, nämlich ein Szenario. Und nun haben wir hier ja ein Spiel, das auf einem historischen Setting spielt und auch eine historische Familie, Handelsdynastie zum Vorbild nimmt, nämlich die Fugger. Wie zum Teufel kamt ihr genau darauf? Ihr seid in Niedersachsen zu der Zeit, oder? Wenn ich mich nicht irre. Das ist die Idee von jemand anderem aus unserem Jahrgang gewesen. Der hat gesagt, ja Mensch, mach doch was über die Fugger. Also irgendwas mit Handel und ein Handelsthema. Hanse war schon ausgeschlachtet. Fugger ist ja nun auch ein Begriff in Deutschland. Dann haben wir uns das
genommen. Da ging es einfach auch nur um den ganz groben Rahmen. Wir wollten unsere Mini-Simulation machen und es sollte einigermaßen plausibel historisch in den Kontext passen. Ich meine, Kaiser ist da ja auch nicht ganz historisch akkurat. Insofern, wir sind da irgendwie 18 Jahre alt gewesen. Da haben wir uns offen gesagt überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Aber ihr musstet ja trotzdem zumindest ein bisschen was recherchieren über euer Thema. Und es sind ja auch im Spiel so zeithistorische Fakten eingestreut, Ereignisse eingestreut. Wo kamen die her? Ja, naja, ich meine, da war ich also bestimmt einen ganzen Nachmittag in der Bibliothek für. Das war schon ganz schön viel Arbeit. Ach, sehr schön. Weißt du noch, nach welchem Prinzip ihr die Städte ausgewählt habt, die im Spiel drin sind? Nee, ich meine, es ging ja so irgendwie Bier und Prag. Ja, da sind wir halt in der 12. Klasse mit dem Leistungskurs Geschichte in Prag gewesen. Und so sind dann gewisse Assoziationen vermutlich entstanden. In Prag gab es aber Korn im Spiel, da gab es leider kein Bier. Ich habe das völlig nicht mehr auf dem Schirm, das tut mir leid. Da muss ich nicht so schlimm. Alles gut. Ich freue mich nur immer, ich bin ursprünglich aus Nürnberg und Nürnberg kommt ja vor im Spiel und es ist immer schön, wenn man seine eigene Heimatstadt in einem Spiel sieht. Noch dazu in der Zeit. Ich komme aus der Gegend von Einbeck und Einbeck ist ja da nun sehr komisch drin, weil Einbeck ist ja nun keine alte Fuggerstadt. Das ist eure Gegend, oder? Nee, Einbeck ist mehr so in Richtung Westfalen, glaube ich. Nein, es ist tief in Niedersachsen. Es ist neben Northeim. Ja, weiß ich, wo Northeim ist. Ich komme aus Hannover, Mann. Da kennt man doch nicht Northeim. Also 50 Kilometer, Alter. Die Hannoveraner, weißt ja, du? Ja, das ist aber... Die Nase hoch, ja, die Hauptstädte. Irgendwo in Richtung Südwesten, ja. Und das ist ja, genau. Für einen Hannoveraner schon halb Westfalen. Wenn man da irgendwie in die Ecke Bielefeld oder so, das ist so Niemandsland. Sehr schön. Du, frag mich nicht. Wir hatten diese Karte und es kann sogar sein, dass die noch irgendein anderer Mitschüler gezeichnet hat oder so einen ersten Entwurf gemacht hat. In der Startphase sind da noch ein paar andere Leute mit dabei gewesen, aber wirklich nur ganz minimalistisch. Die haben dann alle keine Lust mehr gehabt. Wie du ja schon festgestellt hast, wir haben den Kampf geklaut. Im Prinzip haben wir so ziemlich alles geklaut und neu zusammengesetzt. Da kann ich aber gleich noch eine Frage anschließen, wie weit das geht, die Inspiration von Kaiser, weil eine von den Dingen, die in Kaiser nicht ganz so offensichtlich sind, ist ja auch ein Mehrspielerspiel und es gibt deswegen eine für den Spieler unsichtbare Strafe, wenn sie zu lange brauchen, um eine Runde abzuschließen. Je länger man braucht, desto früher stirbt man. Habt ihr auch irgend so etwas Unsichtbares bei euch im Spiel? Haben wir bei Fugger 2 gemacht, gewisse Sachen, ja. Dann sind wir beim ganz großen Thema Balancing. In Fugger 1 ist sowas nicht drin. Okay. Also es gab einen Running Gag während der Fugger 1 Entwicklung. Der hieß immer, und das ist dann auch schon der Witz, if Name gleich Klaus. Der Hintergrund der Story ist, dass wir im Jahrgang einen hatten, einen Klaus, den mochten wir nicht so. Und der hatte immer viele schlaue Ratschläge, konnte selbst nicht programmieren, wusste aber eigentlich viel besser Bescheid als wir, die wir es eben gemacht haben. Und deswegen wollten wir alle Spieler, die Klaus heißen, benachteiligen. Ist nur fair. Aber der Plan hat es nie ins fertige Spiel geschafft. Aber der Gag ist heute noch ein Running Gag. Okay. Aber wo wir gerade schon bei Namen sind... Ihr habt das Spiel ja dann veröffentlicht unter dem Entwicklernamen Electric Ballhaus, was auch eine sehr komische Kombination von einem englischen und einem deutschen Begriff ist. Da steckt doch bestimmt eine Geschichte dahinter. Nee, da steckt absolut keine Geschichte dahinter. Wie kam das zustande? Das weiß ich auch nicht mehr. Adi meinte dann irgendwie, naja, wir können eure Namen auf die Packung drucken oder irgendwie so ein Entwicklerlogo. Und da wir dachten, Garriott, Origin Systems, was ist das schon, haben wir gedacht, da gestalten wir doch am Schul-Macintosh mal so ein richtiges Profi-Logo. Wieso? Ja. Sah aber gar nicht so übel aus. Minderjähriger Größenwahn. Irgendwie sowas muss dahinter gesteckt haben. Die C64-Version stammt von euch. Von wem stammen denn die 16-Bit-Versionen, ST und Amiga? Die Bomiko, der Adi.
Ich weiß nicht, ob seine Frau Französin ist. Sie hatte einen französischen Vornamen. Jedenfalls haben die Verbindungen gehabt zu Cocktail Vision in Paris seinerzeit. Und Cocktail hat ja Adventures gemacht zu der Zeit. Also in Paris von Cocktail Vision ist die Konversion für ST und für Amiga gemacht worden. Und wir haben die unterstützt, was sehr lustig war, denn die Franzosen sprachen null Englisch, also vielleicht 10 Sätze. Und ich hatte Latein auf der Schule, Matthias zwar Französisch, war aber doch eher der Mathematik als den Sprachen zugetan. Aber wir haben echt eine Aktion gehabt, da waren wir von Freitagabend bis Sonntagabend in Paris und haben da so 150 Bucks rausgefischt. Das war schon ganz ergiebig. Vielleicht gerade, weil wir die Sprachen nicht konnten. Ja, also Cocktail Vision hat die Versionen gemacht und ich kann zum Qualitätsstand der Amiga- und ST-Version auch überhaupt nichts sagen. Ich habe nur gehört, sie war nicht so rund. Wart ihr wahrscheinlich nicht oft genug in Paris, daran wird es gelegen haben. Naja, der Markt ist ja seinerzeit noch so klein gewesen und du hast dich ja vorhin schon gewundert über die paar Zahlen, die ich genannt habe. Also wahrscheinlich habe ich auch gelogen. Also in Wahrheit waren es vielleicht 25.000 bis 30.000. Irgendwie sowas. Wir gehen doch auf 15 runter, wenn der Podcast noch länger dauert. Ja, ich habe mir ist nämlich eingefallen, vielleicht ruft die Steuer noch an, aber das ist bestimmt verjährt. Nein, es war schon sehr üppig. Also es waren bestimmt so, weiß ich nicht, 35 oder 40. Nichtsdestotrotz, mal so ein paar Flüge zu bezahlen und das dann womöglich noch alle 2 Wochen, das ging ins Geld. Und die Bombico war selber sehr klein. Das waren eben absolute Nischenprodukte, die Computerspiele, zumindest diese deutschen Produkte. Ja, aber wenn ich nur deine Royalties hochrechne, dann hat das Spiel ja schon 20.000, 30.000 Stück verkauft. Alleine mal auf den Versionen, für die ihr Royalties gekriegt habt. Ja, muss so gewesen sein. Für ein einziges Land, das ist ja schon mal super. Ja, verkauf mal von einem Steam-Spiel, das 2 Leute gemacht haben, heutzutage 20.000 Stück in einem Land. Naja, also ich weiß, dass ich einen USA-Urlaub davon bezahlt habe, der extrem teuer war. Und meinen ersten PC 1992, der 7.000 Mark gekostet hat. Das beides zusammen sind schon 12.000 und ich habe bestimmt auch noch ein paar andere Kleinigkeiten mir gekauft. Also 30.000 zusammen müssen wir kassiert haben, würde ich mal einfach so behaupten. Okay, und das war dann 88, da hattet ihr dann genau. Abitur und dann ging es dann unmittelbar weiter mit Folgeprojekt und Ideen und irgendwas? Oder war dann erstmal Ruhe und man überlegt sich, wie das Leben weitergeht? Also direkt im Anschluss an die Fugger haben wir an einem Rollenspiel gearbeitet. Richard Garriott wäre im Boden versunken, ja. ist ja mal völlig klar. Albion hieß das, da hat die ASM auch einen Vorbericht gebracht, einen Einseiter. Ende 88 oder Anfang 89 muss das gewesen sein. Das war so ein richtig fettes Ding, so mit 8 Diskettenseiten und 10.000 Sprites und bis auf 100 Byte oder so war der Speicher ausgenutzt. War ziemlich irre. Das ist leider den Bach runtergegangen wegen einer Krankheit. Das will ich jetzt aber nicht vertiefen. Wir mussten die Entwicklung einfach einstellen. Es ging nicht anders. Schade. Nachdem Matthias und ich fertig studiert hatten, er wollte Mathematik, Unikarriere machen, ist dann Doktor geworden später. Ich wollte mich selbstständig machen und wir haben eben gesagt, nach dem Studium, naja, ein Projekt machen wir noch, ein größeres. Und das war eben Fugger 2 und wir hatten nur die Idee, haben in Frankfurt angerufen, in Langen. Und Sunflowers hat uns eingeladen direkt die Woche drauf und die haben gesagt, okay, schreibt ein Konzept, dann setzen wir uns ein zweites Mal zusammen. Und so ist es dann gekommen. 6 Wochen später haben wir ein zweites Mal zusammengesessen, irgendwie 50, 60 Seiten Konzept in der Tasche und wir hatten einen Vertrag. Das war sehr reibungslos. War die Option, den Fugger 2 zu machen, war das anfangs schon mal erwähnt worden oder war einfach dann eine Zeit lang null Kontakt und dann wurde es wiederbelebt, als ihr dann soweit wart? Nee, es war absolute Funkstille. Also ich musste auch noch ein Jahr zur Bundeswehr und habe dann 5 Jahre, also 10 Semester für Studium gebraucht. Und diese 6 Jahre war Funkstille. Wir haben dann noch einige Zeit von der Baumico Spiele immer kostenfrei zugeschickt bekommen, so Belegmuster. Das war sehr nett. So nach 2 Jahren war dann Sendepause. Aber wir wussten eben, dass der Adi Boyko dann die Sunflowers gegründet hatte und das ist dann unsere Idee gewesen, die doch einfach direkt anzusprechen und zu sagen, wir würden gerne Nachfolger machen.
Was es für die Sunflowers attraktiv gemacht hat, war, dass wir keine Vorfinanzierung haben wollten für Fugger 2. Das hat sich dann nach einiger Zeit ein bisschen geändert. Das lag daran, weil wie bei 99% aller Projekte die geplante Zeit nicht ausreicht und damit aber leider irgendwie meine Finanzierung abgelaufen war, sodass wir dann die letzten 4 Monate oder 5 Monate finanziert worden sind dann von Sunflowers. Aber davor, so die ersten 12 Monate oder 10 Monate, haben wir ohne einen einzigen D-Mark zu erhalten am Spiel gearbeitet. Und das war natürlich unheimlich attraktiv für Sunflowers. Denn Sunflowers hat für die Fugger 2 nur die Grafik bereitgestellt, nichts anderes. Ja, und es ist zwar relativ umfangreich, aber es ist natürlich ein kleines Projekt. Es ist vielleicht 1,5 Grafiker Vollzeit. Es hatte ja immerhin so ein paar Videosequenzen und es hatte Sprachausgabe. Das stammt dann auch alles von euch oder kam das von Sunflowers? Alles Grafische kam von Sunflowers. Auch die Videos und die Sprachausgabe ist natürlich im Studio von denen aufgenommen worden, klar. Also da liegt ja dann einige Zeit dazwischen. Das Fugger 2 ist 96 rausgekommen. Ich schätze also, ihr müsst 95 angefangen haben, das zu entwickeln, so um den Dreh. Genau. Das ist ja dann 7 Jahre nach dem ursprünglichen Fugger. Und wo wir damals noch auf dem C64 mit Kassetten waren und Basic, sind wir ja nun in der Ära von CD-ROM und PC und so weiter. Jetzt mal ganz dumm gefragt, was hat euch eigentlich dafür qualifiziert, jetzt auf der Plattform auch zu entwickeln und auf diesem fortschrittlichen System? Ja, vielleicht ein paar Worte zum Hintergrund, was uns technisch interessiert hat. Wir haben 1986, das ist natürlich nie durch die Medien gegangen, den ersten Virus weltweit, soweit mir das bekannt ist zumindest, für den C64 programmiert. Ihr beide? Ja, das war also ein reines Assembler-Projekt natürlich und uns hatte halt diese Virustechnologie irgendwo, haben wir von gelesen und interessiert und dann wollten wir sowas mal auf die Beine stellen. Der war aber nicht schädlich, der hat nur so Zusatzfunktionen wie strukturierte Directories und so ein paar Hotkey-Geschichten angeboten. Und man konnte ihn auch per Hotkey deaktivieren, dass er sich von der Disk löscht und danach auch aus dem Speicher entfernt. Und dann haben wir 1992 die PCs gekauft und um so ein bisschen reinzukommen in die Programmierung, dann mit Borland C zunächst und später mit Wattcom, haben wir neuronales Netz programmiert. Das ist im Wesentlichen auf Matthias Kenntnisstand gewachsen. Das haben wir gefüttert mit 100 Gedichtzeilen, die wir uns natürlich selbst ausgedacht haben. Und wir haben das dann trainiert ein paar Stunden, bis es einigermaßen vernünftige Gedichte aus war. Also das sind so Dinge gewesen, so ein bisschen absurde technische Spielereien, die uns immer interessiert haben. Und so sind wir da eigentlich reingekommen und haben dann zwischenzeitlich auch noch ein weiteres Spiel gemacht während des Studiums als Proof of Concept. Da sind wir also auf dem PC ziemlich stark in die Assembler-Geschichte eingestiegen. Da ist in der Zeit auch das Soundsystem, was dann später in die Fugger 2 eingebaut worden ist, sind erste Teile von entwickelt worden. Insofern, das ist eine relativ logische Konsequenz für uns gewesen. Wir haben also während der ganzen Zeit eigentlich weiterentwickelt, uns aber aufs Studium fokussiert, das so ein bisschen nebenher gemacht. Dieses andere Spiel, das du gerade erwähnt hast, ist das veröffentlicht worden? Nee, das ist ein kleines Geschicklichkeitsspiel gewesen, das ist nicht veröffentlicht worden. Okay, also ihr hattet das Konzept, ihr hattet die Befähigung, das Fugger 2 zu machen und auch das ist jetzt letztendlich dann ein Projekt, das abgesehen von dem, was du gerade schon gesagt hast, von der grafischen Zulieferung und Soundaufnahmen und sowas, wieder ein Zwei-Mann-Ding ist, das ihr beide im Prinzip allein gestemmt habt? Genau. Wie seid ihr denn an dieses Konzept rangegangen? Ich nehme mal an, ihr habt euch das Fugger 1 nochmal ins Gedächtnis gerufen oder angeschaut und ihr müsst ja dann überlegt haben, wie machen wir das jetzt aktuell in Bezug auf das, was gerade bei Wirtschaftssimulationen möglich ist oder auf dem PC möglich ist. Was waren eure Ansatzpunkte? Der Hauptansatzpunkt war eigentlich, dass wir große Fans der Hotseat-Spielidee waren, also dieses gemeinsamen Spielens. Also uns haben zu der Zeit eigentlich V-Sims nur noch gelangweilt. Und wir wollten diese sozialen Aspekte reinnehmen und dieses leicht absurde, leicht kriminelle, das politische, was ja dann in Fugger 2 das Spiel eigentlich ausmacht. Der Handelsteil ist ja quasi nur der Unterbau für das Überfallen und Intrigenspinnen und sich verklagen. Und ja, wie das immer bei solchen Projekten ist, wir haben uns über Wochen, über Monate eigentlich getroffen, mehrfach die Woche für 2, 3 Stunden, 4 Stunden.
haben gebrainstormt, Ideen hin und her gewälzt, Notizen gemacht, Listen geführt. Und so hat sich dann herauskristallisiert, dass wir diese Ämtergeschichte einbauen wollten und dass wir Privilegien einführen wollten, die eben mit den Ämtern und den Titeln verbunden waren, weil das zu der Zeit extrem innovative Elemente waren, die meines Wissens kein Spiel in der Form angeboten hat zu der Zeit. Also wir wussten schon, dass wir eine Wiesn wieder machen wollen, grundsätzlich, aber die sollte so diesen familiären Aspekt, den politischen Aspekt, sollte das mit beinhalten. Für den Wettbewerb unter den Spielern gibt es ja auch diese Zielkarten, die dann der Packung mit beilagen und wo man ein geheimes Spielziel auswählen kann. Wie kam es zu der Idee? Naja, wir haben uns überlegt, ja, so Hot Seat ist ja schön und gut, aber was für Spielziele geben wir denn? Es ist ja, wenn man gegeneinander spielt, wie beim Monopoly, irgendwie der Letzte, der übrig bleibt, der gewinnt. Das ist alles ein bisschen langweilig. Hot Seat hat immer die Problematik, dass Partien je nach Anzahl der Spieler auch eine gewisse Zeit brauchen. Und manchmal haben die Leute einfach nur 2 Stunden Zeit. Und wenn du dann keine Spielziele vorgibst, die skalierbar sind, dann funktioniert das einfach nicht. Und da haben wir nach einer Lösung gesucht, wie wir das nett machen für unterschiedlich große Spielergruppen, auch für einen Einzelspieler. Verschiedene Herausforderungen. Das ist bei Fugger 2 jetzt noch nicht so nachhaltig in der Spielmechanik dann auch drin, wie das später in Gilde war. Irgendwie 5-mal dich erfolgreich scheiden zu lassen oder sowas, dann musstest du schon ein bisschen anders spielen. Aber nichtsdestotrotz, du musstest etwas anders vorgehen, wenn du irgendwie in der Kirchenlaufbahn vorankommen wolltest, als wenn es nur darum ging, Geld anzuhäufen. Und das Schöne war eben, weil die Aufträge verdeckt gegeben worden sind, wusste man nie so genau, A, wie weit sind die Gegner? Und B, ich führe jetzt zwar, ich habe doppelt so viel Vermögen wie mein Konkurrent und trotzdem kann der das Spiel noch gewinnen. Und das fand ich so gesellschaftsspielmäßig oder fanden wir einen extrem starken Aspekt. Also es hatte so ein bisschen Brettspielcharakter auch. Ja, mein Bruder und ich und in der Familie generell, also mit unseren Cousins und sowas, wir haben wahnsinnig gerne Fugger 2 gespielt. Gerade wegen diesem Wettbewerbsaspekt und weil man sich eben gegenseitig auch Knüppel in die Speichen schmeißen konnte. Also es war ein sehr unterhaltsames Spiel, um es zu mehreren zu spielen. Deswegen hat das ja bei der GameStar auch so überragende Noten bekommen, ne? Das war vor der Zeit der GameStar, also da hat sich die GameStar zum Glück nichts vorzuwerfen. Da erinnerst du dich jetzt nicht dran, ne? Die GameStar gibt es ja erst seit 97, deswegen glaube ich nicht, dass wir es getestet haben, wenn dann nur irgendwo in einem Budgetbereich oder sowas, aber habe ich tatsächlich keine Erinnerung mehr dran. Ja, ist ja auch wurscht. Ich weiß es noch, als wäre es gestern. Bist du unzufrieden mit den Bewertungen, die ihr bekommen habt? Jein. Sagen wir, eher Unverständnis hat sich da bei uns aufgetan, weil es ging doch sehr auseinander. Bei vielen Spielen ist es ja so, dass die irgendwie in einem Korridor, was weiß ich, zwischen 75 und 82 alle liegen, die Magazine. Und bei uns war das Spread einfach weiter. Den Kritiken beiseite, war es denn ein erfolgreiches Spiel? Verkaufsmäßig? Ja. Extrem, extrem. Du kannst wahrscheinlich deutsche Produkte 10 Stück aufzählen, die es geschafft haben, 10 Jahre bei Karstadt im Regal zu stehen. Dazu gehört die Gilde 1, dazu gehört Fugger 2, dazu gehören die Gothic-Teile. Und ja, jetzt fällt mir auch schon nichts mehr ein. Wow, also herzlichen Glückwunsch. Wundert mich aber auch nicht. Also wie gesagt, wir fanden es als Spieler phänomenal, das Fugger 2. Und es hat auch einen guten Ruf. Das ist schön, das mal aus so berufenem Munde zu hören. Naja, klar, also Feedback bekommen wir natürlich regelmäßig, auch heute noch. Ja, es hat sich extrem gut verkauft. Also ich weiß noch, wie Wilhelm Amrosi, der Co-Geschäftsführer war von Sunflowers zu der Zeit, wie am Tag des Masters dann reinkam und sagte, naja, so Forecasts, wir haben die ersten Zahlen und sieht alles gut aus. Wir machen jetzt erste Auflage nicht 20, sondern 40.000 Stück. 40, wow. Damit ging das so los und das hörte ja dann gar nicht mehr auf. Wir haben gemastert und 2 Wochen später hat Sunflowers angerufen und gesagt, Leute, wir wissen, ihr wollt was anderes machen, aber wir haben eine große Bitte. Könnt ihr nicht noch eine Improved Version machen bis zum Weihnachtsgeschäft? Für uns war das ein Haufen Geld, weil unsere Beteiligung sich auch deutlich erhöht hatte in der Zwischenzeit. Insofern musste man nur ausmultiplizieren, um genau zu wissen, dass man also bis Weihnachten dann doch noch nichts anderes vorhatte. Und dann haben wir direkt im Anschluss ein halbes Jahr nochmal an dieser verbesserten Version geschraubt.
40.000, hast du gesagt, war die Startauflage. Ich glaube, dass man zu der Zeit gesagt hat, dass man mit 60.000 Exemplaren Deutschland komplett abgedeckt hat. Dann steht das in jedem Spieleladen, also jetzt nicht auf Paletten, aber damit ist der deutsche Spielehandel komplett durch. Und da ist es ja schon relativ nah dran. Das ist eine sehr ordentliche Startauflage. Ich glaube nicht, dass es Spiele gegeben hat, die mit 200.000 gestartet sind zu der Zeit. Naja, insbesondere ist es dann bemerkenswert, wenn man es eben in Relation setzt zu dem verhältnismäßig geringen finanziellen Aufwand, der für die Produktion notwendig gewesen ist. Ja. Also ich kann das nur schätzen, aber das können nicht mehr als 100.000 Mark gewesen sein, vielleicht 150 plus natürlich dann Produktion, das ist ein ganz anderes Thema. Aber für die reine Erstellung des Projekts ist das lächerlich wenig gewesen. Was ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte, waren diese wahnsinnig schlechten Wertungen, die ich jetzt eben gerade nochmal nachgelesen habe, während wir gesprochen haben. Ja. Also ich habe da die gleiche Erinnerung dran wie Christian. Das war ein großes Spiel in unserem Bekanntenkreis, das wir gern gespielt haben. Sagen wir jetzt nicht, um dir zu schmeicheln. Und mir war gar nicht klar, das hat ja eine 49 bekommen in der Powerplay. Gab es da ein PR-Problem oder irgendwas, von dem du noch weißt? Dass ihr auf solche Skandalgeschichten scharf seid, kann ich mir vorstellen. Und ich könnte jetzt auch einige erzählen. Nein, ich kann überhaupt keine erzählen. Ich vermute aber, dass da so auch persönliche Animositäten möglicherweise eine Rolle spielen. Und damals ist es ja auch so gewesen, dass die Redaktionen noch nicht so spezialisiert waren, wie sie das heute sind. Ich kann mir also auch vorstellen, dass es einfach Leute gab, die mochten das Spiel nicht. Fertig. Das ist schon alles völlig in Ordnung. Fakt ist ja, die Verkäufer haben gezeigt, es kam an beim Massenmarkt. Diese erweiterte Edition, die du gerade schon angerissen hast, die dann zum Weihnachtsgeschäft gekommen ist, wie habt ihr entschieden, was ihr da jetzt eigentlich noch erweitern wollt an dem Spiel? Das kam eigentlich zu 80% von Sunflowers. Das sind Komfortfunktionen gewesen. Also beispielsweise wollten die, dass Spieler aussteigen können während einer laufenden Partie. Oder neue Spieler aufgenommen werden können in eine laufende Partie. So Kleinigkeiten wie das farbliche Hervorheben von Spieltipps, die dann in Rot erscheinen sollten. Also viele Kleinigkeiten sind das gewesen. Gar nicht große spielmechanische Änderungen. Wenn ich so recht bedenke in der Rückschau, ich weiß gar nicht, wie wir da 6 Monate, wahrscheinlich haben wir nur 4 Monate dran entwickelt. Mai, Juni, Juli, August, September. Naja, das wird im Oktober in die Produktion gegangen sein. Also ein halbes Jahr ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen gewesen. Das war im Prinzip nochmal so ein richtiges Rundmachen, um auch in der Zweit- und Drittverwertung satt durchverkaufen zu können und so ein bisschen die Kanten zu nehmen dem Spiel. Aber du hattest vorhin, vor einer ganzen Weile erwähnt, dass es einen Bug gab in Fugger 2. Ja, das ist in dem Sinne gar kein Bug gewesen. Also ich mache noch mal so ein bisschen einen auf Prahlerei. Fugger 2 ist das erste Spiel weltweit gewesen, was High-Color-Grafik hatte. Nur, dass euch Redakteuren das auch mal klar gemacht wird. Na, ohne Witz, das war schon echt ein qualitativer Unterschied, wie Tag und Nacht, von der Paletten 456 Farbgrafik auf 32.000, das war erheblich. Das hatten wir für dieses Geschicklichkeitsspiel, was ich vorhin erwähnt habe, bereits angefangen zu programmieren, das Soundsystem. Es gab seinerzeit ja auf der Soundblaster-Karte immer das Problem, du konntest zwar Effekte abspielen, aber der Basis-Analog-Sound war extrem trötig. Wir haben die gesamte Perkussionsspur von professionellen Synthesizern gesampelt und haben den Soundblaster-Sound extrem aufgewertet dadurch. Der Bug ist gewesen, dass bei der automatischen Erkennung der Soundkarten es zu Abstürzen kommen konnte. Wenn ihr euch entsinnt, seinerzeit gab es IRQs und Ports, die man setzen musste. Irgendwie Port 220, IRQ 5 oder 7 oder 2. Und wenn das nicht gut konfiguriert war oder du so ein exotisches Galaxy, frag mich was, Soundkarten-Ding da im Rechner stecken hattest, dann konnte das bei der automatischen Erkennung zum Absturz führen. Das war der einzige tatsächliche Bug in Fugger 2. Ja, das ist ja absolut harmlos. Das ist ja noch nicht mal im Spiel selbst. Das ist ja im Installationsprogramm. Nee, und da sind die Leute auch drauf hingewiesen worden im Text, also während des Installierens. Okay, weil ich erinnere mich in der Zeit, wo du das im Installationsmenü testen konntest oder automatisch erkennen konntest, das war eh immer so ein 50-50-Chance, ob der Rechner jetzt abschmiert oder nicht. Also das würde ich noch nicht mal als Bug identifizieren. Ach, dann hatten andere das Problem genauso wie wir. Naja. Vermutlich. Ah ja, also wenn es nur das ist, dann habt ihr euch da nicht groß was vorzuwerfen, würde ich sagen.
Nee, das war extrem gut getestet. Da sind wir auch fast am stolzesten bei dem Spiel, dass es gut gebalanced ist. Du konntest also, was bei ganz wenigen V-Sims der Fall ist, Leute noch einholen, die einen Vorsprung hatten. Wenn einer doppelt so viel hatte, dann konnte es immer noch so sein, dass du den wieder überholt hast. Greift das Spiel da ein? Da komme ich jetzt auf das, was du vorhin gesagt hast, auf, ob wie bei Kaiser da im Hintergrund irgendwas lief. Ja. Und das war tatsächlich so. Wir haben also zum Beispiel die Löhne inflationär gesteigert mit fortlaufender Zeit, aber auch relativ unter den Spielern. Das heißt, derjenige, der Großbetriebe hatte, der musste seinen Arbeiter besser bezahlen. Aha. Genauso sind zum Beispiel Strafen vor Gericht für den, der Vorsprung hatte, deutlich anders ausgefallen, also saftiger, als für die zurückgebliebenen Spieler. Also du wurdest nicht bestraft dafür, dass du gut gespielt hast. Aber dein Vorankommen ist so ein bisschen gedämpft worden und hat den anderen Spielern schon noch Chancen eröffnet, wieder ranzukommen. Lass mich nochmal ganz kurz zu dem Entwicklungsprozess kommen für den zweiten Teil. Das war dann auch wieder so, dass ihr zusammen in einem Büro wart und die Sunflowers-Leute waren in Frankfurt, oder habt ihr in den Sunflowers-Büros gearbeitet? Nee, wir hatten beide in Hannover studiert und wir haben das gesamte Fugger 2 bei mir in meiner WG gemacht. Hm. Wir haben also jeden Morgen um zwischen 9:30 und 10 losgelegt und haben auch nur an einem Rechner gearbeitet die meiste Zeit. Matthias hatte sich als der deutlich bessere Programmierer herausgestellt. Wir haben trotzdem dieses Paired-Programming gemacht, dass wir also zu zweit vorm Rechner gesessen haben. Haben dann in der Regel so bis 3-4 Uhr nachmittags gearbeitet, also erstmal neue Features implementiert und so. Haben dann Bugs behoben im Anschluss, 2 Stunden lang ungefähr, und abends getestet, also richtig gespielt. Das waren dann jeden Tag so 12 Stunden ungefähr, zwischen 10 und 12 Stunden, 6 Tage die Woche. Und das immer im selben Zimmer und dann auch noch mit einem, der Raucher war. Also das bitte ich rauszuschneiden. Aber sag mal, wenn man über so lange Zeit, so viel Zeit miteinander verbringt, bei einer hochkreativen Aufgabe, wo auch viele Entscheidungen notwendig sind, ihr müsst euch doch auch mal in die Haare bekommen haben, oder? Auf jeden Fall. Also die kleinen Reibereien, die gab es natürlich regelmäßig. Was Matthias mir jetzt neulich in einem Vorgespräch erzählt hat, ist, dass ich immer derjenige gewesen sei, der das Feature noch ein drittes Mal verändert haben wollte, was ihn extrem gestört hat. Ich weiß gar nicht, warum. Und einmal hat es auch tatsächlich gekracht. Da haben wir uns, glaube ich, dann 3 oder 4 Tage nicht gesehen und auch nicht miteinander gesprochen. Dann war es wieder gut und dann haben wir weitergemacht. Weißt du noch, was der Anlass war? Nein, weiß ich nicht mehr, aber da es keine anderen Gründe als diese, wie soll ich sagen, lebhaften Diskussionen über Features, vermute ich, dass das so einen ähnlichen Hintergrund gehabt haben muss. Dass ich einfach gesagt habe, ich finde aber aus diesen und jenen Gründen, wir müssen das und das noch so und so verbessern. Und er hat gesagt, ich habe das aber jetzt schon einmal verbessert. Also völlig verständlich von beiden Seiten, ja, sozusagen. Also insbesondere natürlich verständlich von meiner Seite. Du hast es ganz nüchtern argumentativ ausgedrückt und er hat vollkommen überreagiert. Ja, ja. Oder ganz verkürzt, ich hatte recht und er hat da so einen Aufschlag gemacht. Genau. So muss es gewesen sein. Nee, wir haben uns eigentlich ziemlich gut verstanden. Das war sehr harmonisch und ich habe ja eben schon so den durchschnittlichen Arbeitstag skizziert, weil wir zwar stundenanzahlmäßig viel dran gearbeitet haben am Tag, aber diese 3 Phasen hatten mit Neuimplementierung, mit Bugs rauswerfen und dann mit Testen und neue Features designen, haben wir zwischenzeitlich auch immer gemacht, nachmittags bis späten Nachmittag, ist uns das nie so vorgekommen, als würden wir uns ständig auf der Pelle hocken, weil die Arbeit als solche unheimlich variabel war. Das musst du dir nicht so vorstellen, dass wir da stumpf 10 Stunden programmiert hätten. Das geht gar nicht. Also und nach unserer Erfahrung 5, maximal 6 Stunden richtig harte Arbeit und dann ist die Luft raus. Und dann musst du sehen, dass du andere Sachen, die auch wichtig sind, dann danach lagerst. Und das haben wir, glaube ich, ganz passabel hinbekommen. Dieses Paired Programming oder Paarprogrammierung, das ist, wenn nur einer von 2 programmiert und der andere denkt. Und dann wechselt man sich ab. Genau, der programmiert, denkt nämlich nie. Hast du vollkommen recht, Matthias hat nie gedacht. Nee, der schreibt ja nur runter, was der andere, der schlaue Mensch, sagt. Ja, genau. Die Idee dahinter ist, dass
zwei Leute über den Code schauen und zwar die ganze Zeit. Und Matthias war einfach beim Tippen schneller und er war der bessere Programmierer. Zu der Zeit habe ich schon den Schwenk gemacht in Richtung Game Design und alles, was so mit Kontakten und Business Development und bla bla zu tun hat. Und er hat eben die Programmierung im Wesentlichen gemacht. Und das Pair-Programmieren, das ist insofern nett gewesen, weil der Programmierer nicht so ganz allein gelassen ist. Der musste dann auch mal seine halbe Stunde Zeit haben, wenn er irgendwas völlig konzentriert machen musste. Aber ansonsten haben wir gemeinsam nach Fehlern gesucht und auch Ideen noch während des Codens besprochen. Und das war einfach von der Atmosphäre sehr locker. Aber ihr habt ja nun in dem Fall nicht ganz allein auf der Insel gearbeitet, sondern ihr hattet ja mindestens die Zulieferung für die Grafik von Sunflowers. Wie war denn dieser Prozess? Wie viel Einfluss habt ihr auf die Grafik genommen? Habt ihr da quasi Dinge in Auftrag gegeben und dann bekommen oder wie lief das? Genau so. Also musst du dir das so vorstellen, als die Basisentscheidung, das erste grüne Lichtlein sozusagen leuchtete, da hat Matthias sich bei sich zu Hause, da haben wir getrennt gearbeitet, hingesetzt und hat den technischen Unterbau gemacht. Also Grafikroutinen, Soundroutinen und so ein Zeug. Und ich habe mich hingesetzt und das Konzept geschrieben. Völlig getrennt. Und im Konzept waren eben die Asset-Listen. Also da stand bis auf jede 16x16 Pixel-Grafik jedes Asset drin in Listenform. Und das hat Sunflowers gekriegt und das konnten die im Prinzip runterarbeiten. Es gab natürlich so gewisse Dinge, wie ich erinnere an die berühmte Es zieht Nebel auf Cutscene beim Pet-Duell. Ja, es ist einfach so gewesen, ja, wir hatten nicht so die rechte Idee. Und dann haben wir halt eine Aufwandsschätzung gemacht mit einem Animator, mit Andreas Adamek von Sunflowers. Ja, wenn wir das so und so machen, oh Mann, ja, das dauert 4 Wochen, das dauert 6 Wochen und so weiter. Und dann haben wir es irgendwie eine Stunde sacken lassen und dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, Matthias oder ich, sind wir jedenfalls mit der Idee gekommen, nee, dann machen wir doch einen Joke draus und lassen Nebel aufziehen und machen diese dummen Sprüche, oh Verzeihung, Herr Doktor und so weiter, ja. So ist das dann entstanden. Es ist ja generell ein Spiel, das Fugger 2, das im Gegensatz zum ersten Teil, was noch ein durchgehend ernsthaftes Spiel ist, diverse humoristische Einsprengsel hat. Also zum Beispiel auch bei den Gerichtsverhandlungen. Wessen Humor ist das denn, der da durchkommt? Das ist unser beider Humor. Okay. Die Texte habe ich nahezu zu 100% geschrieben, aber so die Brainstormings, das Rough-Schreiben, das haben wir beide. Also wir schwimmen da einfach auf einer Wellenlänge. Also ein bisschen schwarzer Humor. Am schönsten ist übrigens, wenn jemand stirbt und dann der Erbanwalt den Hinterbliebenen das Erbe verteilt und die Frau kreischt, mir war alles versprochen. Das ist für mich das absolute Highlight. Also um da den Bogen auch abzuschließen, das Spiel war erfolgreich, es war ein Dauerbrenner, ihr habt noch diese erweiterte Fassung gemacht. Ich nehme an, das wird sich für euch auch finanziell einigermaßen ausgezahlt haben. Was passiert danach? Naja, Matthias hatte ja bereits zuvor angekündigt, dass er seine Unilaufbahn machen möchte. Das hat er auch gemacht. Er hat dann direkt seinen Doktor angeschlossen. Und ich habe die Ahead Entertainment gegründet mit jemand anderem zusammen. Mhm. Das ist dann im Anschluss passiert und ich habe dann die Gilde gemacht. Aber jetzt erzähl doch noch kurz die schon an anderer Stelle ein bisschen dokumentierte Geschichte, warum das die Gilde heißt und nicht Fugger 3. Ja, ich kann es ja auch nur aus zweiter Hand erzählen, dass eines Tages Arne Peters von Sunflowers ganz aufgeregt anrief und sagte, ja, es gäbe ein riesiges Problem. Man müsse die Fugger aus dem Handel vielleicht herausnehmen. Die Familie der Fugger habe also geklagt über deren Anwalt wegen des Missbrauchs der Namen. Unsere Argumentation ist gewesen, dass Fugger zum Gemeingut gehört, historisch begründet. Und deren Anwalt hat nun aber so argumentiert, dass er gesagt hat, der Name würde verunglimpft, weil wir hatten ja im Spiel immer solche Tipps im Fließtext, Jakob Fugger rät Doppelpunkt, ihr solltet mehr Spione einsetzen oder wie sowas, ja. Das war eben so der Knackpunkt, dass dieses Aufrufen im Namen der Familie der Fugger zu illegalen Handlungen wohl nicht so gern gesehen war. Es ist völlig fadenscheinig gewesen, aber es hat Sunflowers wohl irgendwie schwer beeindruckt. Der Prozess hätte in Augsburg stattgefunden, also Fuggerstadt. Sunflowers hat simpel gesagt, dass sie ihre Erfolgsaussichten da als 50-50 höchst unsicher eingeschätzt haben. Also
hat man einen Vergleich gefunden mit der Fugger-Seite, dass man gesagt hat, okay, wir dürfen noch ein Jahr durchverkaufen und dann nehmen wir es aus dem Handel. Hm. Und da offensichtlich ja auch auf der Fugger-Seite eine hinreichende Unsicherheit da gewesen war, haben die sich also auch drauf eingelassen, denn deren Argumentation war natürlich aus meiner Sicht auch nicht nachvollziehbar. Denn das ganze Spiel war ja, wie du schon festgestellt hast, recht humoristisch und insofern ist da überhaupt niemand verunglimpft worden oder so. Hm. Uns hat das nicht groß angefochten. Wir hatten unsere Schäfchen im Trocknen. Das hat ja super funktioniert bis dahin und haben da einige Jahre wirklich gut mit verdient. Also die ganze darauffolgende Geschichte dann mit der Gilde und der Gilde 2 und so weiter, das wäre nochmal eine ganze eigene Episode für sich, weil das ja auch für sich genommen eine interessante und wendungsreiche Serie ist. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, haben wir den Fugger-Zweig erstmal abgeschlossen. Und wenn wir uns irgendwann mal der Gilde zuwenden, dann melden wir uns wieder bei dir, Lars. Ja, da weiß ich aber nicht, um offen zu sein, ob ich möchte. Da sind so viele halbseidene Dinge gelaufen zum Ende hin. Das könnte problematisch sein, darüber zu sprechen. Oh, jetzt möchten wir das aber umso mehr. Okay. Ja, ja. Aber da fließt noch ein bisschen Wasser die Leine runter und dann. Okay. Hey, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja, danke euch für euer Interesse. Macht's gut, ne? Ciao. Ciao.